Hey ho, willkommen zurück zu Banjo-Kazooie. Wir befinden uns noch in der Rusty Bucket Bay. Aber viel ist ja auch nicht mehr zu holen. Wir sind wirklich schon gut vorangekommen hier. So, was könnte ich dann als nächstes machen? Das mache ich ganz normal hier auch wieder. Ich denke mal, dass ich die Boombox jetzt runterfallen lasse, weil jetzt haben wir ja alles so am Außenrand gemacht. Das heißt, jetzt müssen wir uns das Schiff genauer angucken. Oh Mann, was für eine Riesenexplosion. Eigentlich müsste der ganze Hafen jetzt weg sein. Bei so einer großen TNT-Box. So. Genau, jetzt nur noch das Schiff erkunden. Und dann haben wir es geschafft. So. Musst du noch dran denken, auch die leere Honigfarbe zu holen. Ja, genau. Den konnte man doch irgendwie mit Eiern, glaube ich, abschießen. Hm. Genau. Dann müssen wir eigentlich an das Puzzleteil so rankommen. Oh, komm schon. Lass mich doch das Puzzleteil holen. Yay. Man muss ihn nicht unbedingt besiegen. Man kann auch so das Puzzleteil holen. Naja, ein bisschen Schaden dabei genommen, aber das ist ja egal. Ich glaube, ich hole mir mal noch ein paar Eier hier. Weil so viele Eier habe ich auch nicht mehr. So. Das ist auch so ein leichter Trick hier mit dem Gegner. Man einfach mit so ein paar Eiern wegschießen kann, dann kommt man so ganz locker an das Puzzleteil ran. Oh, spart man sich auch wieder ein paar Sekunden. So hat man so einen Dialog auch übersprungen. Aber ist kein Problem. So. Denn so zeige ich vielleicht Leuten etwas, was die vielleicht noch nicht wissen. Man weiß ja nie. Okay, falsche Richtung. So, hier gibt es ja noch ein paar Sachen zu holen, hier hinten am Heck. Hier waren wir ja nur ganz kurz. Oh, da ist noch ein Mumbo-Schädel. Oh, ein Rettungsboot. Wunderbar, dass es hier überhaupt Rettungsboote gibt auf diesem Schiff. Ah ja. Bringt bei dem Wasser ja auch nicht viel. Ja, komm her. So. Okay. Jetzt arbeiten wir uns einfach von hinten nach vorne durch. Kriegen wir hin. So, hier hinten bei den ganzen Kanistern ist nichts mehr. Also weitersuchen. Genau, irgendwo gab es auch Fenster, die man einschlagen konnte. Hier auf jeden Fall nicht. So, rein hier. Wo sind wir jetzt? Ah ja. Die Boomboxen hier. Oh Gott, ich dachte, ich würde ihn nicht mehr treffen. So. Na komm, den Sprung schafft man doch bestimmt. Ja. Oh, was? Ich habe ihn doch erwischt gehabt. Also sowas Gemeines schon wieder. Mhm. Na komm, wir haben den Sprung gerade so gut hingekriegt. So, mache ich das so. Also mit der Rollattacke. Ja, das ist echt eine Bahn, die sich ein bisschen länger zieht. Aber naja. Die letzte Bahn, die wird sich richtig ziehen. Die dauert nochmal richtig schön lange. Überlegen, wie ich das da am besten händel. Och, Mann. So kann man das natürlich auch in die Länge ziehen, indem man immer schön wieder runterfällt. Naja, aber solange wir nicht sterben, ist ja alles ganz gut. Aber eigentlich wüsste ich jetzt nicht mal, wo ich sterben sollte, weil die schwersten Sachen habe ich ja nur mal hinter mir. Ich hoffe, dass ich auch alle Noten mitkriege. Ist so. Dann gehen wir mal schnell auf die andere Seite. Gucken, ob hier ein Fenster war. Ja. Hey, cool, da ist ja noch so ein Vieh. Hier ist übrigens ein Zahlencode, den kann man sich merken. Muss man aber nicht. Er ist wichtig für ein Puzzleteil, dieser Zahlencode. Aber wenn man das Spiel so, keine Ahnung, 1000 Mal schon gespielt hat, dann hat man den Code auch im Kopf. Ah, die Kajüten. So. Da nochmal ein paar Dingensbummens drin, ein paar Noten. Hier ist auch so ein ganz komisches Bild irgendwie, ne? Da sieht man jetzt ja gerade das von dem Eichhörnchen da oben. Ich habe keine Ahnung, ob das aus Conker sein soll. So, dann ist hier oben noch ein Gegner. Und wenn da ein Gegner ist, muss hier was sein. Nämlich ein Mumbo-Schädel. Schon wieder viel zu viele davon. Naja. Im Maschinenraum gab es ja auch noch ein paar Stück, aber die da einzusammeln, dann ist man ja lebensmüde, wenn man die haben möchte. So. Okay. Gibt doch bestimmt noch mehr Fenster zum Einrahmen.
Genau, da vorne ist eins. Das sieht man ja schon von der Farbgebung her. Zack. Wird hier nicht sogar der Navigationsraum drin sein? Yep. So. Da haben wir ein paar Noten. Boah, verdammt. Komm. Zack. Ah, schade. So, aber jetzt. Mein Mumbo. 30 Stück. Meine Güte. Naja, aber sonst ist hier nichts Interessantes drin. Na, ah, falsches Fenster. 50-50 Chance. Ach ja. Ja, komme ich an dir irgendwie so vorbei? Ja. Oh, der ist doof. Na gut, dann gehen wir hier noch in die Luke rein. Was finden wir denn hier? Die Küche. Die Kombüse. Zack. Haben wir auch überall Noten versteckt. Immer alles mitbekommen hier. Nicht auf die heißen Headplatten latschen. Wenn man Schaden bekommen, ist logisch. Na. So. Ach, den Mumbo-Schädel lasse ich jetzt mal da. Ich habe keine Lust mehr, die Pfoten zu verbrennen im Ofen. So. Ich habe jetzt sowieso genug Mumbo-Schädel, also von daher alles gut. So, dann kann man hier noch ein Fenster einschlagen. Ja, jetzt müssten wir, glaube ich, im Kapitänsraum sein, ja. So, ich töte dich jetzt einfach mal. Oh. Da hat er Rache genommen für seinen Kollegen. Naja. Ist ihm erlaubt gewesen. Ja, das ist auch ganz gemein hier. Ah, oh, Mist. So, stirb. So, nächstes Puzzleteil. Haben wir ja schon fast alle. Ich finde nur noch zwei. Ja, ich weiß auch, wo die beiden sind. Kriegen wir alles in diesem Part locker durch. So, da bin ich aber ganz schön schnell hier mit gewesen. Mit der Onowasti Bucket Bay. Ich hätte gedacht, ich würde länger für brauchen. Tja, so kann man sich täuschen. Genau, hier ist das mit dem Code, was ich meinte. Wir müssen hier nämlich einmal diese Zahlen hier eingeben. 312. Und dann 1, 1. Und 1. So, dann kann man sich hier schön in die Mitte hinstellen, denn da kommt das Puzzleteil hin. Sehr gut. Sehr schön, haben wir es gleich geschafft. Noch die letzten Noten hier überall mit einsammeln. Jetzt müssen wir eigentlich nur noch hoch auf den Schornstein. Dann haben wir es geschafft. Dadurch würde das schaffen. Naja. Was nicht ist, ist halt nicht. So, zack, 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 zack. Noch 4 Noten. Ach, ist das schön, diese Bahn so schnell fertig gekriegt zu haben. So. Dann könnte man hier hoch. Ich glaube, da oben ist nur ein Mumbo-Schädel. Ich guck mal kurz. Ja, gut, hier ist der Mumbo-Schädel. Willkommen, Bokam. So, und die letzten Noten. Ja, Kamera. Ja, sehr schön. Oh, die Noten der Wasti Bucket Bay gesammelt. Und da ist ja auch schon das letzte Puzzleteil. Yeah, yeah, yeah. Na, Schluck. Sehr schön. Wasti Bucket Bay geschafft. So, nur noch schnell runter hier. Und raus aus der Bahn. Gucken in der Statistik, wie lange habe ich gebraucht. Viel kann es ja nicht gewesen sein. 26 Minuten, das ist ja... Oh Gott, ich habe ganz vergessen. Gut, dass ich in die Statistik nochmal reingegangen bin. Ich habe die zweite Honigwabe noch vergessen. Ha. Also sowas. Nee, ich glaube, hier war es denn. Gott, oh Gott, oh Gott. Habe ich tatsächlich das vergessen? So. Aber die kriegt man ja auch schnell. Ich habe lange Zeit nicht gewusst, wo die war. Muss ich ehrlich gestehen. Weil ich da nie drauf geachtet habe. Aber man sieht hier im Wasser so einen tollen Lichtschein. Oh, dieser Hai, der nervt jetzt natürlich ein bisschen. Nämlich in diesem Lichtschein muss man reinschwimmen. Hier ist nämlich ein Loch. Ganz schwer zu erkennen, aber hier ist eins. Und das habe ich lange, lange Zeit nicht gefunden. Deswegen fehlte mir am Ende in meiner Statistik immer eine leere Honigwabe. Naja. Nun weiß ich das ja.
So, hier ist wieder so ein toller Knopf dafür. Zack. Hier ist auch ganz doof einzusammeln, finde ich. Da muss man so ganz doof hinfliegen. Naja. Kriegen wir schon hin. So. Dass diese Schwimmreifen hier so groß sind. Naja. So. Oh, ich sehe gar nichts. Ah, nein, daneben. Schade. So, mal kurz an Höhe gewinnen. Gut, 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 gut. Und hoch. Sehr schön. Oh, das war doof. Ich gebe es zu, das war doof. So, aber jetzt kommen wir hier endlich ab. Nur habe ich die Bahn endlich geschafft. Ganz vergessen, dass ich die ja noch holen wollte. Die wollte ich halt ganz zum Schluss holen. Das habe ich ja jetzt auch getan. Nein, der Hai wieder. Oh, er wird mich treffen. Oh, Benjo, auftauchen. Oh, es ist doof, dass der Hai mich da in die Ecke gedrängt hat. So. Nur noch schnell hier raus. Endlich geschafft. Die blöde Rusty Bucket Bay. Oh, auf nimmer Wiedersehen, Rusty Bucket Bay. So. Aber dafür freue ich mich auf die letzte Bahn. Den Click-Lock Wood. Auf den freue ich mich sehr. Da gibt es auch wieder eine schöne Verwandlung. So, am besten nochmal die Statistik gucken. So. Ja, wunderbar. Jetzt haben wir doch fast eine halbe Stunde dafür gebraucht. Aber geschafft. Ja, raus hier. So. Die Bestleistung dieser Welt ist 100 Noten. Oder was auch sonst. So, dann können wir jetzt auch eigentlich was ganz Cooles hier machen. Nämlich, wir müssen noch den dritten Cheeto holen. Damit wir auch die Goldfeathers bekommen. Ist ganz klar. So. So, schönes Puzzleteil aus der Rusty Bucket. Und Schluck. So. Dann gehen wir nämlich hier lang. Ganz cool. Dann finden wir hier nämlich nochmal einen Schalter. Wir können das Wasser nämlich noch einmal steigen lassen. Aber das ist leider zeitbasierend. Also das bleibt jetzt nicht ewig so. Sondern nur diese paar Sekunden hier. So. Deswegen schnell sein. Und dann kriegt man das schon ganz cool hin. So. Dann war das hier oben. So. Und geschafft. So, wunderbar. So, das letzte Buch und das einzigste, was wir als Benjo erreichen. Ihr kommt langsam in Fahrt, ihr beiden. Dafür gibt es einen weiteren Zaubercode. Da hilft kein Heulen und kein Flennen. Bald wird dieses Büchlein brennen. Die Gewitterhexe findet mich niemals. Der Code, den ihr auf dem Boden der Sandburg eingeben müsst, lautet Goldfeathers. So. Ihr seid wahre Retter. Ein dürrer Vogel oder ein Bär ein... Nein, das sag ich nicht. Das ist vulgär. Man muss ja nicht unbedingt vulgär sein. So. Ach, wie schön. So, dann gehen wir jetzt hier hoch. So, hier waren wir nämlich noch gar nicht. So. Neue Gebiete in Gruntildas Reich erkunden. Na, das war nicht so cool. So, nochmal. So, eine der letzten Notentüren mittlerweile. Viele kommen nicht mehr. Wir sind ja bald durch. Ja, das war auch nochmal so blöde hier. Boah, die kann man ja so gar nicht töten. Aber man kommt ja auch so durch. Man muss halt nur ein bisschen Slalom latschen, dann geht das schon. Sehr schön. So, da oben ist Click-Lock Wood. Aber ist natürlich noch nicht geöffnet, ist ja logisch. So, jetzt muss ich noch mal kurz gucken, wo war denn... Wo war denn das nochmal? Man konnte irgendwo reingehen. Ach da, okay. Gefunden. So, und hier ist nämlich nochmal ein magischer Kessel. Und der einzige, der wirklich Sinn macht. Denn die Abkürzung ist wirklich gut. So, dann hüpfen wir mal rein. Yay. So, sehr schön. Jetzt sind wir nämlich hier. Das ist ganz klar, ne?
ganz in der Nähe von auch der Twilight Dwarfkopf. Und nun können wir uns endlich das Puzzleteil holen aus Klenkers Cavern, was wir aktiviert haben. Jetzt, wo wir sowieso gerade hier sind. Ja, wir müssen nämlich noch die Stielaugen hier einrammen. Na. Sehr schön. Haben wir das auch endlich mal geholt. Hat auch lange gewartet. Yay, yay, yay. Sehr schön. So, jetzt müssen wir hier runter. Hier waren wir nämlich auch noch nicht. Denn hier finden wir das Puzzlebild vom Click-Lock-Wood. Ziemlich weit auseinander, die beiden, ne? Ich bin ein Trottel. Gott, bin ich ein Trottel. Ich habe was vergessen. Man muss ja auch den Puzzleschalter selber aktivieren. Oh. Bin ich doof. Aber gehen wir trotzdem hier erstmal hin. Dann kann ich nämlich schnell die Codes eingeben. Dann wird das nämlich auch schon mal gemacht. Och Mann, ist das ärgerlich. Dass ich das doch einfach vergessen habe. Naja. Sind wir nochmal hier. Sehr schön. Ja, wir müssen leider das Wasser nochmal ablassen. Ist halt leider so. Aber kriegen wir ja schnell hin. So. Na du blöder Eimer. So, ja, ja, das Loch ist gestopft. Ja, die schwarze Krabbe ist auch wieder mit dabei. Naja. Können wir ja auch nochmal schnell töten. Mann, ist das ärgerlich. Ist das echt vergessen, aber den Schalter dafür das zu aktivieren. Ach, Mann. Gibt's auch gar nicht. So, blöde Krabbe töten hier. So. Und der erste Code war ja Blue X. Geben wir den schnell ein. B, L. So. Blue. Dann nochmal das E. Jetzt war mal das G. Und das S. Ach da. Zack. Yay, 200 Eier gehören euch. Ab jetzt könnt ihr bis zu 200 Eier tragen. So. Es ist die alte Leier. Euch helfen nicht mal blaue Eier. So, what? Feathers müssen wir jetzt eingeben. So. Das T, das T, das T. Jetzt brauche ich ein H. Sehr schön. Und nur noch ERS. Zack. Zack. Und zack. Sehr schön. 100 rote Federn gehören euch. Jetzt könnt ihr 100 rote Federn tragen. So. Achso, dafür muss ich rausgehen. Auch Federn helfen euch nicht weiter. Werdet niemals ihr gescheiter. Du wirst schon sehen, Grundhilder, was mir das bringt. So, für den letzten Code müssen wir leider einmal raus und dann wieder rein. Das ist leider so. Kann man auch nicht ändern. Aber es ärgert mich immer noch, dass ich tatsächlich vergessen habe, den Schalter zu aktivieren. Meine Güte. Ich habe das Spiel so oft gespielt und dann vergisst man so eine banale Sache. Oh Mann. Vielleicht ein Zeichen dafür, dass ich alt werde. Wer weiß. Okay. Wo war jetzt nochmal das F? So. Und dann haben wir gleich alle schönen Cheatcodes eingegeben. Ist übrigens optional eigentlich, ne? Also man muss es nicht. Aber es ist ja doch hilfreich. Man kann es ja doch gut gebrauchen. Sehr schön. 20 goldene Federn gehören euch. Aber jetzt könnt ihr bis zu 20 dieser Federn tragen. Die Dummheit steht euch im Gesicht. Da helfen auch die Federn nicht. Du wirst sehen, Grundhilda. Und wie du das sehen wirst, dass die Federn helfen. So. Yay, yay, yay. So, sehr schön. Hauen wir hier ab. Hier müssen wir ja auch nie wieder hin. Oh, meine Güte nochmal. Oh, was ist denn los hier? Komm, jetzt habe ich die Schnauze voll. So, zack. Gibt es sowas? So.
Boah, ich glaube, man auch noch an der Energie vorbei. Ist das toll, was gerade alles passiert. So, oh, der Putt, der zieht sich gerade ein bisschen. Tut mir leid dafür. Hätte alles nicht sein müssen. Hätte alles viel schneller gehen können. So, bloß weg hier. Ja. Weg mit dir. Ach gut, dann gehen wir wieder in den Pott rein. Und dann dran denken, dass man diesen Schalter aktivieren muss. Kann doch nicht so schwer sein. So. Yay. Und flupp. Na gut, dann würde ich aber trotzdem sagen, dass ich das im nächsten Part mache. Bis dahin. Tschüss.